Schönen guten Tag. Wir erzählen was über den Cradle to Cradle Wiege zur Wiege Verein auf Deutsch, weil es ein deutscher Verein ist. Und hier wahrscheinlich sehr doll mitbekommen in der letzten Zeit, lief in der Presse. Greenpeace hat eine Studie herausgebracht über die Outdoor-Jacken. Unsere Naturfreunde, die sich eine Outdoor-Jacke kaufen, damit in die Wälder gehen und sozusagen eigentlich sagen, ja, sie wollen was Gutes für die Natur tun und dann perfluorierte Chemikalien durch die Gegend tragen, die sich wieder in Muttermilch finden lassen und auch sonstig in der Umwelt überall zu finden sind. Ausgasende Produkte wie zum Beispiel Louis Vuitton, Taschen, unsere Handys, der alte, gut bekannte CD-Spieler oder aber auch ein Rucksack, der aus recycelten Materialien gemacht ist. Das sind recycelte Autoreifen, die dann zu einem Rucksack gemacht wurden und hier 500 giftige Chemikalien miteinander rumgetragen werden. Da ist die Frage, okay, wollen wir das? Hier Gift im Kinderspielzeug. Man sieht hier, das ist eine Kinderpuppe, in der sozusagen die ganzen Peaks Ausgasungen darstellen, welche das Kind, was damit spielt, sozusagen alle mitbekommt. Ja, wir haben wirklich ein Giftproblem dabei. Es sind über 40% der Kinder haben heutzutage Allergien. Und ja, jede dritte Person der Welt hat, der westlichen Welt hat ein Allergieproblem. Die Frage ist, sind Materialien, die wir irgendwie zum Auto nutzen, zum Autofahren nutzen, wirklich dafür gemacht, dass wir damit dann später uns, wie vorher gesehen, einen Rucksack draus machen? Ist es gut, sich zu überlegen, wir haben jetzt Müll und wir machen da draus etwas anderes? Oder wir machen daraus nichts und es landet irgendwo als unverrottbares Problem in unseren Weltmeeren. Wir haben Berge an Müll im Meer rumfließen. Das bringt uns zu einem wirklichen Problem und wie lange kann unsere Erde das noch halten? Derzeit produzieren wir nach dem Take-Make-Waste-System. Das bedeutet, wir nehmen etwas, machen etwas daraus und am Ende landet es auf dem Müll. Egal wie. Vielleicht überlegen wir uns zwischendurch nochmal, wir könnten es ja recyceln, aber das war's. Hier wird gerade eben wurde von Gründertum gesprochen. Wir überlegen uns, oh, wie können wir irgendwas machen, womit wir Geld herstellen? Was damit aber passiert danach, das ist überhaupt nicht irgendwie überlegt. Und es wird nicht überlegt, was können wir machen von Anfang an? Wie ist ein Produkt von Anfang an zu machen? Sondern es geht erstmal, wie können wir irgendwo mit Geld machen? Wenn wir uns unsere Ressourcen angucken, dann sehen wir, dass wir ziemlich am Ende jetzt schon da stehen. Hier, Sinn ist zu sehen, der lange, also der erste Strahl sind 17 Jahre und der andere 40 Jahre zu sehen, ja. Und bei dem einen heißt es sozusagen, wie viel wir hätten, wenn wir es so weiter nutzen. Und das zweite ist die Zahl, wie viel Jahre wir noch das gebrauchen könnten, wenn wir nur die Hälfte des Verbrauches von den USA auf der ganzen Welt hätten. Wir hätten Indium noch für 4 Jahre. 4 Jahre noch Fernseher produzieren. Das stellt uns natürlich vor die Frage, sind wir zu viele? Also immer wieder neue Theorien, die rauskommen, ja okay, wir werden immer mehr, wir werden immer mehr, wir sollten uns vielleicht einschränken. Die Frage, sind wir zu viele? Die Biomasse der Ameisen ist 4-mal größer als die von uns. Und die Ameisen sind nicht zu viele, die haben kein Problem. Weil wir haben ein Müllproblem in dem Sinne, wie wir produzieren und wie wir uns das überlegen. Unser Ziel ist Zero Emission. Zero Emission heißt, überall versuchen wir uns einzuschränken. Es wäre besser, wenn es uns eigentlich nicht gäbe, sozusagen. Ja, der Kohlenstoff ist zu 2/3 im Boden gebunden. Und darüber kümmern sich sehr wenige.
dass wir damit beginnen müssen, dass der Kohlenstoff im Boden auch gebunden bleibt. Genau. Auch selbst noch nicht mal die biologische Landwirtschaft achtet darauf, dass wirklich wieder das, was wir aus dem Boden rausnehmen, zurückkommt. Ja? Albert Einstein hat einmal gesagt, die Probleme, die es in unserer Welt gibt, können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden, wie die, die sie erzeugt haben. Da kommen wir zu Cradle to Cradle. Es geht darum zu sagen, wir möchten eine neue Denkweise und wir möchten von vornherein etwas überlegen. Und dazu erzählt euch jetzt Tim Jansen. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man kann mich auch gut hören. Wir haben jetzt viel gehört zur Problematik. Was haben wir für Probleme in der Welt, gerade in Bezug jetzt auf Produktionsweisen? Und wir bieten mit Cradle to Cradle, und wir sind vom Cradle to Cradle e.V., der die Botschaft in die Welt tragen möchte. Ich glaube, man kann das muten. Genau. Wir bieten mit Cradle to Cradle, möchten wir über eine Alternative sprechen. Diese Alternative Cradle to Cradle setzt mit der Idee von Cradle to Cradle an dem Anfang der Produktion jeglicher Produkte und von allem, was uns hier umgibt, eben an. Und was es genau bedeutet, sieht man hier, dass wir eben uns mit Cradle to Cradle, der Denkweise mit Cradle to Cradle, von dem Recycling-Konzept klar und deutlich absetzen wollen. Recycling heißt nämlich heute, dass wir Dinge, die hergestellt werden, versuchen wiederzuverwenden. Das heißt, alles, was wir kaufen, alles um uns herum, wird produziert, es wird gekauft und am Ende versuchen wir zumindest so viel wie möglich daraus noch zu verwenden. Und das funktioniert insofern einigermaßen, dass man dann vielleicht Recyclingraten von 50-60% erreicht. Die große Frage ist natürlich, schieben wir den Moment, in dem wir keine Rohstoffe mehr besitzen, weil wir alles entweder auf den Müll schmeißen oder wie die Deutschen erfolgreich verbrennen, nicht einfach nur weiter in die Zukunft. Das heißt, sind wir dann vielleicht nicht in 100 Jahren unsere Rohstoffe los, sondern dann vielleicht in 200 Jahren. Ist damit jetzt wirklich was gewonnen oder nicht? Deswegen sehen wir Recycling insofern als Problem, als dass die Idee, Dinge wiederzuverwenden, die im Grunde ja im Recycling vorhanden ist. Diese Idee muss allerdings ganz am Anfang stehen. Die muss dort entstehen und im Kopf fruchtbar sein, wo Menschen Produkte herstellen. Und wenn jemand etwas herstellt und von vornherein sich überlegt hat, ich stelle es so her, dass es wiederverwendbar ist, dann erst dann wirklich haben wir ein echtes Recycling und nicht das, was wir heute haben, eine teilweise Wiederverwendung von Dingen, die trotzdem dazu führt, dass wir irgendwann keine Rohstoffe mehr besitzen. Cradle to Cradle, das Prinzip, spricht von drei, Cradle to Cradle, das Konzept, beinhaltet drei Prinzipien. Und eins der absoluten Hauptprinzipien ist das Prinzip Abfall ist Nahrung. Waste equals food. Das bedeutet, in einer Cradle-to-Cradle-Welt ist alles um uns herum, alles, was produziert wird, dient jedes Mal immer wieder und in unendlichen Kreisläufen als Nahrung, als Werkstoff, als Rohstoff. Es gibt keinen Müll mehr. Cradle-to-Cradle stellt sich vehement gegen das Konzept Müll, das so sehr in unseren Köpfen verankert ist. Wir haben gerade das Beispiel der Ameise gehört. Die Ameisen haben die vierfache Biomasse. Sie kennen das Konzept Müll nicht. Genau aus diesem Grund sind sie kein Problem für uns und nicht so wie für sie, nicht auch wie für unsere Erde. Sie machen keine Probleme, sie sind nützlich. Das zweite Prinzip von Cradle to Cradle setzt die Nutzung der Sonnenenergie voraus. Das ist natürlich auch ein Punkt, an dem wir als Menschheit forschen und wir sind der Überzeugung, dass wir an den Punkt kommen, die Sonnenenergie effizient zu nutzen und dass kein Energieproblem mehr entsteht, um Kreisläufe zu schließen. Das dritte Prinzip ist die Vielfalt. Zelebriere die Vielfalt. Heißt, es gibt keine Patentlösung, die global anwendbar ist. Es gibt Biodiversität, die ganz entscheidend ist für unseren Umgang mit der Natur. Es gibt immer Nischenlösungen. Man muss genau gucken in jeder Situation, was macht Sinn und was nicht. Biodiversität, Vielfalt einfach. Das sind die drei Prinzipien, die Cradle to Cradle ausmachen. Und Cradle to Cradle spricht vor allen Dingen von Kreisläufen. Das heißt, wir müssen Dinge so herstellen, dass wir sie in Kreisläufen lassen. Und das ist der erste Kreislauf, der relativ simpel vorzutragen ist. Es ist der biologische Kreislauf. Das heißt, Dinge werden so hergestellt, dass sie kompostierbar sind, sie gehen zurück in den biologischen Kreislauf. Es gibt Verpackungen, die nicht nur kompostieren, sondern sie beinhalten Nährstoffe. Das heißt, sie sind sogar nicht nur kein Problem, sondern sie sind nützlich, sie helfen. Produkte können in diesen Kreisläufen im biologischen Kreislauf verortet werden und kompostieren, genauso wie es daneben den technischen Kreislauf geben muss.
den Kreislauf der Gebrauchsprodukte, in dem Dinge zu finden sind, die wir alle schätzen und lieben, vom Fernseher über die Kamera, über die Mobiltelefone. Das sind Dinge, die möchten wir gar nicht in die Umwelt zurückgeben, denn sie beinhalten wertvolle Rohstoffe, die mit viel Aufwand eben aus den Minen Afrikas, Südamerikas geschöpft wurden. Und nicht nur, dass sie in der Umwelt nicht verrotten würden, nein, wir möchten sie auch wiederverwenden. Wir lieben unsere Produkte, mit denen wir so viel mehr anfangen, als dass wir sie zurück in die Umwelt geben möchten. Und hier an dieser Stelle stellt sich halt eben die Frage nach dem Status quo, und der Status quo lässt sich im Grunde mit dem Begriff der Ökoeffizienz beschreiben. Und Ökoeffizienz ist das, was wir heute in unserer Gesellschaft sehen: reduzieren, vermeiden, minimieren, unterdrücken. Das heißt, Unternehmen gehen hin und sagen, ich habe hier ein Produkt, das beinhaltet Giftstoffe, oder das Produkt führt dazu, dass wir Müll haben, dass Müll entsteht, und wir versuchen jetzt weniger Müll herzustellen, wir versuchen weniger schlecht zu sein. Wir stellen Produkte her, die weniger Gift beinhalten. Das hilft uns an dem Punkt nicht, dass es da ist, den Punkt, wo wir keine Rohstoffe mehr haben, wirklich nur weiter nach hinten verschiebt. Dinge, die nur weniger giftig sind, sind dadurch noch lange nicht gut. Das heißt, nachhaltig zu sein, dieser Begriff der Nachhaltigkeit ist höchst kritisch, nicht nur, dass er eine relativ definitionsberüchtigte Masse irgendwie umgibt, von dem niemand genau weiß, was jetzt eigentlich exakt damit gemeint ist. Die Wissenschaft streitet sich über diesen Begriff. Die Unternehmen in der Praxis wenden diesen Nachhaltigkeitsbegriff in diesem Reduzieren an. Anstatt grundlegend sich zu überlegen, was müssen wir verändern, macht es Sinn zu minimieren oder müssen wir unser Produkt völlig neu denken? Und von Beginn an nicht CO2-neutral, das ist eine große Bewegung. CO2-Footprint eben ist auch dieses kleine Geschöpf hier, das kommt auf die Erde. Und die Frage ist einfach, ist das jetzt hier Nachhaltigkeit? Ist das nachhaltig? Soll das überhaupt nachhaltig sein, hier über CO2-Ausstoß zu sprechen? Wir sehen hier, dieses Kind produziert einen riesigen Berg Müll. Und die Frage ist jetzt, kann man diesen Müll auch anders begreifen? Kann die Windel beispielsweise nicht so produziert werden, dass es eben als Nährstoff für biologische Kreisläufe funktioniert? Und das Kind im Übrigen stößt permanent CO2 aus. Also ich glaube, es ist keine Frage von CO2, sondern die Frage, ob dieses Abfallprodukt in Anführungsstrichen nicht Grundlage dafür sein kann, CO2 positiv zu sein, wenn auf der Grundlage der Windeln neue Pflanzen wachsen, die CO2 umwandeln. Deswegen sprechen wir von Ökoeffektivität, also definieren, vergrößern, unterstützen. Effektive Produkte sind nicht weniger schlecht, sie sind gut. Und das ist die grundsätzliche Denkweise von Cradle to Cradle, ohne Giftstoffe und in unendlichen Kreisläufen. Und hier gibt es ein gutes Beispiel: der Kirschbaum in seiner vollen Pracht mit seinen unendlich vielen Blüten ist unheimlich ineffizient. Wenn man aus dieser Effizienzperspektive schaut, brauchen wir diese ganzen Blüten nicht, damit er sich irgendwie fortpflanzt und reproduziert. Aber all diese Blüten hier sind wiederum total effektiv, weil dieser Baum keinen Müll, so wie auch die Ameise, entstehen lässt. Alles kann immer und immer wieder neu genutzt werden. Der Baum absorbiert CO2, er produziert Sauerstoff, Biomasse, Biodiversität, stellt Lebensraum zur Verfügung, filtert die Luft, produziert Boden. Das alles ist gemeint mit Effektivität. Das heißt, hier geht es nicht um Sparen oder Reduzieren, sondern hier geht es darum, das Richtige zu tun. Und das macht uns die Natur vor, und dieses Prinzip möchte Cradle to Cradle als Denkweise in unserer Produktion und in allen Bereichen etablieren. Und hier nur als Beispiel dargestellt, und das gibt es auch in der Realität bereits, dass auch Dinge unseres Alltags am Beispiel des Baums so gedruckt werden können, Druckprodukte, die 100% wieder kompostierbar sind und wir eigene biologische Kreisläufe in unserem Alltag haben. Wie schön wäre es, wenn die Zeitung, die wir lesen, mit biologischer Farbe bedruckt wird, dann kompostiert werden kann und wieder zu einem neuen Baum wächst, anstatt der Umwelt zu schaden oder giftig zu sein grundsätzlich. Also es geht um die Umwelt, wo wir uns natürlich auch als Mensch mit einschließen. Wir sind nicht etwas, was parallel dazu irgendwo existiert. Mit Umwelt müssen wir uns auch immer selber natürlich fragen, ist das auch gut für uns? Und es soll natürlich für alle gut sein. Und hier ist noch ein anderes Beispiel. William McDonough hat es mal so genannt, Houses like trees, cities like forest. Also auch ein Beispiel von, in welcher Skalierung Cradle to Cradle anwendbar ist. Also hier bis hin zu großer Architektur, wo halt eben Gebäude nicht Energie, also im Sinne der Effizienz nicht weniger schädlich oder CO2-neutral sind, sondern sie sind positiv. Sie sind nützlich und sie haben einen positiven Effekt auf ihr Umfeld, eben wie hier zum Beispiel durch Dachbegrünung, und da gibt es noch eine Menge andere innovative Ideen, um das durchzuführen.
Also so steht Cradle to Cradle auch immer für Innovation und Neues oder Altes, Bekanntes, Neudenken. Im Bereich des technischen Kreislaufes geht es dann darum, Kreisläufe zu schließen. Das heißt, wenn Produkte so hergestellt werden, dass sie verwendet werden können, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass sie in Kreisläufe zurückführen. Und hier kann man das ganz gut plakativ darstellen, dass es nicht mehr darum geht, eine Waschmaschine vielleicht zu besitzen, sondern es geht um Waschen statt Waschmaschine, Wärme statt Heizung, gekühlte Lebensmittel statt Kühlschrank, einen weichen Bodenbelag statt Teppich, Fernsehen statt Fernseher. Ich glaube, keiner von uns möchte diese Dinge wirklich besitzen, wir möchten sie nutzen. Es geht also nicht darum, Dinge zu erwerben und zu besitzen, sondern wir leihen uns alles um uns herum von der Natur. Und wenn wir es nicht mehr benötigen, gehen wir es zurück und bringen es in Kreisläufe. Ich selber bin Betriebswirt und das ist das Beispiel dafür, dass es eben auch eine ganz besonders betriebswirtschaftliche Perspektive gibt, neben natürlich den vor allem den ökologischen und gesellschaftlichen Folgen dieses Konzepts. Denn durch diese Kreisläufe muss man natürlich auch in der Wirtschaft schauen, wie wir alle Beteiligten mit an Bord kriegen, um die Rohstoffe eben im Kreislauf zu behalten. Und so können Produkte zu Dienstleistungen werden und wir dadurch sicherstellen, dass wir Rohstoffe auch in Kreisläufen zirkulieren lassen. Und dieses Slide soll eigentlich nur mal kurz zeigen, dass es eine Menge Produkte in diesem Bereich gibt. Wir sind jetzt nicht dazu da, hier Produkte vorzustellen. Das sind grundsätzlich Dinge des Alltags, die in technischen oder biologischen Kreisläufen existieren. Es gibt viele hundert Unternehmen, die das bereits heute machen und wir hoffen, dass es natürlich zunimmt und es ist eine pulsierende Bewegung. Es ist möglich und es gibt auch Unternehmen wie zum Beispiel Premium Cola, die sagen, die wir vorhin gehört haben, die wirklich sagen und kommen, ja, wir wollen etwas machen. Und genau solche Leute wie ihr sind dafür auch gebraucht, um zu sagen, ja, wir setzen uns mit solchen Unternehmen zusammen und entwickeln diese Produkte, die dafür gemacht sind und von vornherein dafür gemacht sind, dass sie in den Kreislauf gehören. Genau, wir als Verein sind eigentlich dafür da, um einmal den Verein, also um die Idee in die Bevölkerung zu tragen, um Bildung damit zu schaffen und um auch ein Netzwerk dazu mitzuschaffen. Und wir sind, freuen uns sehr, wenn ihr alle gerne mitmacht und Regionalgruppen gründet, euch selber aktiv dafür einsetzt. Und dafür sind wir als Anlaufstelle da. Also es gibt viel zu tun einfach. Es gibt Bereiche, die Niederlande zum Beispiel, dort ist das Konzept deutlich weiter, was das Bewusstsein in der Öffentlichkeit angeht. Dort gab es gerade in diesem Jahr die World Horticulture Messe in Venlo, alle 10 Jahre dort, die sich diesem Konzept beispielsweise verschrieben hat. Und Menschen in den Niederlanden, weil die Niederlande in diesem Bereich sehr innovativ sind, haben von diesem Konzept schon gehört. Wenn man in Deutschland jemanden auf der Straße fragt, Cradle to was? Also das kennt eigentlich keiner wirklich, Wiege zu Wiege genauso wenig. Wie auch immer man das nennt, das Prinzip halt einfach, das zu begreifen, worum es da geht. Und ich glaube, da sind wir auch hier einfach an der richtigen Adresse, an der TU Harburg hier, weil genau hier ihr alle höchstwahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner seid in eurer Zukunft, von der Denkweise zu wissen, was man umdenken muss. Und an dieser Stelle da wirklich nochmal kurz der Hinweis auf Premium, weil wir da gerade kurz drüber sprachen. Aufgabe des Vereins ist diese Bildungsarbeit und die Vernetzung. Und die Firma Premium sucht nach Alternativen, ihr Produkt in diesen Kreisläufen zu zirkulieren. Und an der Stelle kommt ihr zum Beispiel ins Spiel. Und da brauchen wir Know-how ingenieurswissenschaftlicher Seite, verfahrenstechnischer Seite, um diese Kreisläufe eben möglich zu machen. Genau. Ja, optimiere nicht die falschen Dinge der Vergangenheit, sondern gestalte die Zukunft neu. Unser Appell an euch. Vielen Dank. Dankeschön.